und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal ist es eigentlich ein altes Video. Es ist bereits 9 Jahre her, dass wir den kleinen Rettenstein mit den Schienen abgefahren sind. Und damals war der Kanal quasi noch gar nicht vorhanden. Das war einfach nur ein Video im Nichts. Und deswegen wollte ich euch heute nochmal zeigen, weil es schon sehr, sehr cool ist. Auch witzig, wie ich damals geschnitten habe, finde ich. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr schon mal gesehen haben solltet. Da wäre ich sehr, sehr neugierig. Natürlich gibt es dann auch wieder neuen Content. Aber ich finde, dieses Video muss nochmal raus. Und deswegen heute hier. Bei uns geht es heute auf den kleinen Rettenstein. Wir werden jetzt erstmal aufsteigen und uns das Ganze dann von oben anschauen. Aber geplant wäre auf jeden Fall die Abfahrt vorne runter wieder Richtung Trattenbachalm. Erstmal werden die Fälle aufgezogen. Wenn man einen Rettenstein steuert, ist halt so. Das Aufgehen ist das eine, gell? Aber das Anfahren ist das zweite. Also sobald du mal oben bist, hat das dann lange wieder da gekriegt. Wir arbeiten uns langsam vor. Hier wird jetzt Zeit zum Abschneiden und zu Fuß rauftragen. Hier sind auch den Rucksack geschnallt. Wir kommen dem Grat, wo wir hinwollen, immer näher. Nur ob wir wirklich hinwollen, so sicher sind wir uns jetzt schon nicht mehr. Der Martin ist sich noch sehr sicher. Felsiges Gelände haben wir bereits erreicht. Krems auf, in Sonn. Ah, da an die letzten Meter. Die einkackelt. Dass du einen Kerst hab's, hat sich von Andi der Ski einkackelt bei mir. Peter, ich wollte Führer daher. Ich noch weiter gehen sie am Berg. Oh Gott. Also ist Berg herum. Jetzt haben wir es nicht mehr weit. Geht so ein Stück rauf für einen Grat. Dann haben wir da super Abfahrt durch. Ich habe ordentlich Angst. Die zwei Jungs sind top motiviert. Keine Angst. Fuck, ich glaube, ich habe die Aussicht. Schon mehr oder weniger. Martin ist auch gleich hinterher. Jetzt nur noch rüberqueren. Meine Knie zittern. Die anderen beiden sind immer noch super gut drauf. Hier sieht es so aus. Hier so. Also, ja. Wir sind oben. Ja, ich wäre froh. Martin braucht erstmal eine Stärkung. Der scheißt sich gar nichts. Eh klar, Bergfex halt. Mondstrudel für 1,49 vom Spar. Ich habe auch noch Linsen und so Zeug dabei, aber Hunger habe ich jetzt wirklich nicht. Ali ist mittlerweile oben. Noch beim Hochgehen. Ich bin am Ende.
Ja. Alle irre in meinen Augen. Alle irre. Jetzt auch raus. Da sind wir wieder gut unten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Von uns aus gibt es zu sagen, schwindelfrei sollte man sein, sonst macht es auf jeden Fall keinen Spaß. Aber machbar ist es. Ski heil! Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann fragt ihr euch sicher, warum habe ich genau dieses Video ausgegraben. Ich habe in der nächsten Zeit so ein paar, ja, Geschichten in die Richtung im Sinn. Mal gucken, was da dabei rauskommt. Und so bin ich darauf gestoßen. Also, Kanal abonnieren lohnt sich. Wer weiß, was noch so kommt. Ich weiß gerade selber nicht, aber vorher hätte ich einiges. Und ja, schreibt mir mal, was ihr von dem alten Video haltet. Ich finde es ja nach wie vor mega lustig, dass ich dann gesagt habe, man kann es machen. Stimmt natürlich, wir haben es ja gemacht. Empfehlen würde ich es aber nicht, das würde ich heute nicht mehr so machen. Man darf gar nicht vergessen, wenn man dann doch ein bisschen Reichweite hat, muss man mit so Aussagen ein bisschen vorsichtiger sein. Weil ja, natürlich konnte man es fahren, wir haben es ja gefahren, aber nicht für jedermann, das steht fest.